Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um einen geklärten Mord an einer 15-jährigen Schülerin aus dem Jahr 2004 und einem weiteren geklärten Mord aus dem Jahr 2006. In beiden Fällen war es der gleiche Täter. Vorrangig geht es in diesem Video um das erste Opfer, um die 15-jährige Sandra aus dem kleinen Ort Schülp, ein Ort mit 406 Einwohnern, laut Stand vom 31.12.2023. Zugetragen hat sich die Tat in dem kleinen Nachbarort in Wesselburen. Dieser Ort hat 3.545 Einwohner, laut Stand vom 31.12.2023. Also eine Gegend, in der es kleine Ortschaften gibt, in der man sowas eigentlich nicht vermuten würde. Der Beginn der ganzen Geschichte ist auf einem Hof eines Schulzentrums in Wesselburen. Dies ist ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche aus der Region. Und hier wird die 15-jährige Sandra C. am Abend des 4. August zum letzten Mal lebend gesehen. Sie feierte an diesem Abend mit Freunden auf dem Schulhof. Es soll dort ein Discoabend in der Wesselburener Hebbelschule gegeben haben. Dann klingelte das Telefon Sandra. Das war gegen 23 Uhr. Und am Telefon ist ihre Mutter, die Sandra bittet, nach Hause zu kommen. Das Haus, in dem Sandra wohnt, ist circa 1 Kilometer entfernt in Schülp. Verlassen hat sie das Schulgelände etwa gegen Mitternacht. Den Heimweg tritt sie zu Fuß an, aber zu Hause kommt sie nicht an. 6 lange Wochen bleibt Sandra verschwunden, ohne eine Spur von ihr. Dann wird eben 25 Kilometer entfernt in Oldenswort, ein Ort mit 1.327 Einwohnern, laut dem Stand vom 31.12.2023, also auch ein sehr kleiner Ort, am Rande eines Regenrückhaltebeckens an der Bundesstraße 5, die Leiche einer jungen Frau gefunden. Und schon früh stellt man fest, dass sie umgebracht wurde. Es werden dann unter anderem Taucher eingesetzt, um Spuren des Täters zu finden. Nach der Obduktion steht fest, dass es sich tatsächlich um Sandra C. handelt. Da die Leiche der Schülerin fast vollständig skelettiert ist, war die Feststellung der Todesursache schwierig. Die Polizei versucht dann natürlich, den Mörder zu ermitteln, aber sie kommt nicht weiter. Dann, 2 Jahre später, gibt es ganz in der Nähe ein weiteres Verbrechen. Also schon sehr ungewöhnlich, wenn man sich die Größe der entsprechenden Ortschaften anschaut, und dann gibt es innerhalb von 2 Jahren 2 Verbrechen, 2 Tötungsdelikte. In der Nacht vom 21. auf den 22. August 2006 wird der 41-jährige Erntehelfer Dirk W. erschossen in seinem Auto gefunden. Er steht mitten auf der Landstraße, kurz hinter dem Ortsausgang von Wesselburen. Dirk W. saß auf dem Fahrersitz und man konnte schon direkt sehen, dass er vermutlich durch mehrere Schüsse in den Kopf bzw. in den Halsbereich getötet wurde. Der Täter ging äußerst brutal vor und schoss 4-mal mit einer 9mm Pistole aus nächster Nähe auf Dirk W. Dirk W. treffen 3 Schüsse direkt in den Kopf. Auf der Beifahrerseite stecken die Projektile in der Seitenverkleidung des Autos. Die Polizei sucht dann nach den Hülsen, die eigentlich im direkten Bereich der Fahrertür, also vor der Fahrertür, liegen müssten. Allerdings wird die Polizei dort nicht fündig. Denn die Patronenhülsen liegen ein paar Meter hinter dem Auto. Eine Hypothese war in dem Fall, das Fahrzeug könnte sich nach der Schussabgabe ein paar Meter nach vorne bewegt haben. Dies könnte passiert sein, weil das Opfer nicht mehr in der Lage war, den Druck der Kupplung standzuhalten und der Wagen leicht nach vorne gesprungen ist. Es stellte sich dann die Frage, ob es dort eventuell einen Zusammenstoß zwischen dem Auto des Opfers und des Täters gegeben haben. Am Fahrzeug des Opfers wurden an der Stoßstange Kratzer und Lackanhaftung gefunden. Also sah es ganz nach einem Unfall aus. Und mitten auf der Straße finden die Ermittler dann ein Plastikteil, welches die Spurensicherung dann einpackt. Denn eventuell gehört es zum Fahrzeug des Täters. Diese Tat spricht sich in der Region natürlich schnell herum und nur 2 Tage später gibt es dann auch aus der Region einen Hinweis auf den Täter. Überraschend war dabei, dass die Tochter eines Kollegen, also eines Polizisten, den entscheidenden Hinweis gab.
Sie gab an, dass es jemanden in ihrem Umfeld geben würde, der damit geprahlt hätte, eine 9mm-Pistole zu haben. Darüber hinaus soll er den Wunsch geäußert haben, jemanden zu töten. Es ist der 21-jährige Stefan B. aus Wesselburg. Und auch er arbeitet als Erntehelfer. Er wird dann natürlich von der Polizei vernommen und streitet erst einmal alles ab. Er gab an, dass er zum Zeitpunkt des Mordes an dem Erntehelfer mit seinem Fahrzeug in Heide gewesen wäre. Dort hätte er sich auf dem Marktplatz mit Freunden getroffen. Da auch bei seinem Fahrzeug Beschädigungen festgestellt werden, wird er dazu natürlich auch befragt. Er gibt an, dass sein Fahrzeug durch ein anderes Fahrzeug beschädigt worden sei und dies wäre geflüchtet. Während Stefan B. dann vernommen wird, untersucht die Polizei das Auto von Stefan B. ein bisschen genauer und macht am hinteren Kennzeichen die entscheidende Entdeckung. An der Umrandung der Nummernschildhalterung ist ein Stück Plastik abgebrochen. Und es war genau das Plastikstück, welches am Tatort gefunden wurde. Nachdem Stefan B. damit konfrontiert wurde, änderte er seine Aussagen und räumte ein, den Erntehelfer Dirk W. auf der Landstraße erschossen zu haben. Als Grund gab er an, dass er von diesem mehrfach im Straßenverkehr genötigt und abgedrängt worden wäre. Also ist der Täter damit gefasst, zumindest im Fall von Dirk W. Allerdings glaubt man den Ausführungen der Vorgeschichte der Tat nicht, denn Dirk W. ist als ruhig und zurückhaltend bekannt. Außerdem gibt es ein Überwachungsvideo, wie die Straße am Ortsausgang kurz vor dem Mord zeigt. Diese Aufnahmen stammen von einer in der Nähe liegenden Tankstelle. Und die Qualität der Aufnahmen war so gut, dass man zum Teil die vorbeifahrenden Fahrzeuge erkennen konnte. Und die Kameras zeigten dann, dass die Darstellung von Stefan B. nicht stimmen kann. Denn das Fahrzeug von Stefan B. fuhr bereits etwa 15 Minuten vor der Tat an dieser Stelle vorbei. Von daher wären die von Stefan B. geschilderten Nötigungshandlungen unwahrscheinlich. Da diese Variante nicht stimmen kann, erzählt Stefan B. dann in einer erneuten Vernehmung die Wahrheit. Er wäre vor der Tat in einen Nachbarort gefahren, um sich dort mit Freunden zu treffen. Und bei diesem Treffen hätte sich eine Person abfällig über sein Fahrzeug geäußert. Dies löste bei ihm eine große Wut aus, die irgendwie raus musste. Daraufhin entschloss er sich, jemanden zu töten. Dafür fuhr er dann zum Ortsausgang von Wesselburen. Also tatsächlich vor dem Opfer. Und er wartete dann am Ortsausgang auf ein Fahrzeug. Denn der nächste Autofahrer sollte sein Opfer sein. Dirk W. ist zu dem Zeitpunkt auf dem Nachhauseweg. Nachdem Dirk W. an Stefan B. vorbeigefahren ist, verfolgt er diesen, überholt ihn und bremst ihn schließlich aus. Dirk W. hielt hinter Stefan B. an und öffnete die Scheibe der Fahrertür. Stefan B. stieg aus und trug die Waffe verdeckt. Die Waffe verdeckt trug er, da es ja jemand sein könnte, den er kennt, der da im Auto sitzt. Oder eventuell eine Frau mit Kindern. Dann hätte er die Tat nicht durchgeführt. Da Dirk W. alleine ist, erschießt Stefan B. ihn. Die Polizei findet dann auch die Tatwaffe in der Wohnung von Stefan B. Wer ist Stefan B.? Stefan B. hat wenige Freunde und die nannten ihn Gogo. Er galt als ruhiger, unauffälliger Kumpel. Er war gern Einzelgänger, aber niemals ein Außenseiter, hieß es. Er wohnte bei seinen Eltern in einem gepflegten Einfamilienhaus in einem Neubaugebiet. Sein ganzer Stolz war ein getunter, silberfarbener Golf. Ein Täter, der ein ganz normales Leben führt, nett und unauffällig ist. Und der auf der anderen Seite zu solchen Taten fähig ist. So hatte sich Gogo regelmäßig mit seinem ersten Opfer Sandra an einem Wechselburner Imbiss getroffen. Und unfassbar ist auch, dass er nach dem ersten Mord, also nachdem er Sandra getötet hat, seelenruhig am Imbiss mit Sandras Mutter und ihrem Bruder plaudern konnte, sagte ein Nachbar. Vor dem Gerichtsprozess sagte eine junge Frau, die ihn auch kannte, ich kann das immer noch nicht glauben. Sie ging mit Stefan zur Schule. Er sei häufiger bei ihr zu Hause gewesen. Wir haben vor der Disco etwas zusammen getrunken, erzählt eine andere. Stefan, das war ein unauffälliger Typ, ganz nett. Aber er hatte nie eine Freundin. Den wollte keiner haben, sagen die Mädchen. Der Fall von Dirk W. ist damit geklärt. Der Ermittler erinnert sich aber, dass Stefan B. schon einmal mit der Polizei zu tun hatte.
Und zwar im Fall von Sandra C. war er als wichtiger Zeuge vernommen worden. Denn Stefan B. hatte kurz vor ihrem Verschwinden mit ihr gefeiert. Als er dann noch zu dieser Tat befragt wurde, stritt er zunächst alles ab. Aber er wurde weiter befragt und fing irgendwann an zu weinen und schrie dann, dass er sie erwürgt hätte. In der Mordnacht von Sandra C. fährt er einen Freund nach Schön. Auf seinem Nachhauseweg begegnet er Sandra, die wohl gerade zu Fuß auf dem Weg nach Hause ist. Stefan B. fühlte sich seit Wochen von Sandra C. schlecht behandelt. Zuerst fuhr er an ihr vorbei und hielt dann am Ortseingang Wesselburen an. Dort wartete er und überlegte, ob er das heimzahlen soll. Als er dann in der Vernehmung gefragt wird, was er denn konkret mit heimzahlen meinte, sagte er töten und wegwerfen. Er lockt Sandra dann unter einem Vorwand in das Auto und fährt danach auf einen Feldweg. Was dann passiert ist, wurde auf dem Hof des Polizeipräsidiums rekonstruiert. Stefan B. gab an, pinkeln zu müssen und verließ deswegen das Fahrzeug. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte, setzte er sich nicht auf den Fahrersitz, sondern auf die Rückbank hinter Sandra. Er sagte nicht zu ihr in dieser Situation, sondern fing gleich an, sie zu streicheln. Daraufhin sagte sie, was wird das? Und daraufhin sagte Stefan B., lass dich überraschen. Dann legte er seinen Arm um ihren Hals und zog diesen Arm dann mit der anderen Hand zu. Danach setzte er sich dann auf den Fahrersitz, um sich zu vergewissern, dass Sandra wirklich tot ist. Also ich glaube, er hat ihren Puls gefühlt. Und nach seiner Meinung war sie dann tot. Und dann fuhr er los, um einen geeigneten Ablageplatz zu finden. Als er über eine Brücke fuhr, sah er hohes Gras und fuhr zurück und legte sie dann an dem Regenrückhaltebecken ab. Am 15. Februar 2007 war dann der Prozessauftakt in Itzehoe. Die Staatsanwaltschaft geht in beiden Fällen von Heimtücke und niedrigen Beweggründen aus. Am 19. Februar sagt Stefan B. vor Gericht, die ganze angestaute Wut und der Frust mussten raus. Mit diesen Worten begründet der Angeklagte im Gerichtssaal seine Tat. Ich wollte auch mal Macht haben, auch mal stark sein, sagte der junge Mann, der nach eigenen Angaben immer wieder gedemütigt und ignoriert wurde. Dann heißt es, wegen zweier Morde ist ein 21 Jahre alter Mann, also Stefan B., aus Wesselburen in Schleswig-Holstein, zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Itzehoe sah es als erwiesen an, dass Stefan B. im August 2006 aus Frust einen ihm unbekannten Autofahrer auf offener Straße erschossen und etwa zwei Jahre zuvor ein 15 Jahre altes Mädchen erwürgt hat. Der vorsitzende Richter Eberhard Hösing sagte in der Urteilsbegründung, der Angeklagte habe ohne Sinn zwei Menschen getötet. Das Gericht ordnete zudem die Unterbringung des Arbeiters in einer psychiatrischen Klinik an. Einem medizinischen Gutachten zufolge ist er psychisch krank. Die Richter erkannten darum eine verminderte Schuldfähigkeit an und folgten insofern nicht dem Antrag der Staatsanwaltschaft, eine lebenslange Haftstrafe zu verhängen. Die Staatsanwaltschaft hatte für den Angeklagten eine lebenslange Haftstrafe und die Einweisung in eine psychiatrische Klinik gefordert. Die Verteidigung hingegen hatte die Anwendung des Jugendstrafrechts und eine Strafe von deutlich unter 10 Jahren beantragt. Vor Gericht hatte Stefan B. angegeben, beide Opfer nicht gezielt ausgewählt zu haben. Es hätte jeden treffen können. Es sei auch nicht geplant gewesen, dass seine Opfer sterben. Obwohl er sich von der Schülerin aus seiner Clique zurückgewiesen gefühlt habe, also von Sandra, habe er sie nicht gezielt als Opfer ausgewählt. Er habe die 15-Jährige unter einem Vorwand in sein Auto gelockt und sei mit ihr in einen Wald gefahren. Dann habe er sie vom Rücksitz aus mit dem Unterarm erwürgt. Und auch das zweite Opfer sollte laut Stefan B. gar nicht sterben. Er habe Frust und Wut auf alle abbauen wollen, die sich über Jahre aufgestaut hätten. Zuvor sei er außerdem in seinem VW-Club wegen seines Autos gehänselt worden. So habe er sich einen langsam fahrenden Wagen ausgesucht, ihn überholt und mit der Warnblinkanlage zum Anhalten gebracht. Mit vorgehaltener Waffe habe er von seinem Opfer die Geldbörse gefordert. Der 41-Jährige aber weigerte sich und wollte davonfahren. Dies empfand Stefan B. als Demütigung. Obwohl ich eine Waffe hatte, hat er mich einfach ignoriert, hatte er angegeben. Daraufhin habe er den Mann mit mehreren Schüssen in Kopf und Hals
aus einer illegal beschafften halbautomatischen Waffe erschossen. Ja, und dann habe ich noch zwei Informationen in den Recherchen gefunden, wobei ich eine jetzt nicht so hundertprozentig einordnen kann. Dort heißt es, mit dem Geständnis des 21-Jährigen, also dem Stefan B., wird auch der bisher unbestätigte Verdacht der Mordkommission gegen den ehemaligen Lebensgefährten von Sandras Mutter entkräftet. Der Berufskraftfahrer war damals ins Visier der Erfahrener geraten. In dem Zusammenhang hatte er gestanden, in dem kleinen Einfamilienhaus am Rande von Wesselburen unter den Augen der Mutter ein sexuelles Verhältnis mit dem Kind begonnen zu haben. Das Landgericht Itzehoe hatte den Kinderschänder inzwischen dafür zu 2 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt. Also soll das jetzt ganz klar heißen, dass Sandra dann von dem ehemaligen Lebensgefährten der Mutter zu einem sexuellen Verhältnis gedrängt wurde und das unter den Augen der Mutter? Heißt dann unter den Augen der Mutter, dass die davon nichts mitbekommen hat, weil ja praktisch nur er angeklagt wurde? Oder handelt es sich da um eine komplett andere Geschichte, die er früher mal begangen hat? Aber da die Vernehmung dann ja wohl auf Sandra bezogen war, hört es sich für mich dann so an, als wenn Sandra von dem ehemaligen Lebensgefährten von Sandras Mutter sexuell missbraucht worden ist. In einem weiteren Artikel heißt es dann nochmal, im Gegensatz zu den Todesschüssen auf den Erntehelfer hatte Stefan B. 2 Jahre zuvor zielgerichtet getötet. Damals war er 19 und wollte die 15-jährige Sandra gerne als Freundin. Die Schülerin ließ ihn jedoch abblitzen, wird in Wesselburen erzählt. Das wäre natürlich in Anführungsstrichen ein mögliches Motiv. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.